Zusätzliche Schulden auf dem Rücken unserer Kinder stehen nicht am Programm der neuen Bundesregierung, denn bereits im Jahr 2019 soll der Bund nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Damit wird ein sogenanntes Nulldefizit erreicht, das zuletzt im Jahr 1954 gelang. Obwohl gespart wird, dürfen sich die Österreicher künftig auf massive Steuersenkungen freuen. Wir sparen im System und nicht bei den Menschen. Im System liegt das Geld. Die Konjunktur ist natürlich auch eine entsprechende Stütze für uns. Und daher ist es uns möglich, ab 2020 eine entsprechende große Steuerreform zu starten. Konkrete Entlastungen wurden auch diese Woche wieder im Ministerrat beschlossen. Neben der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen dürfen sich 15.000 Hotelbetriebe und ihre Gäste ab der nächsten Wintersaison auf eine Mehrwertsteuersenkung von 13% auf 10% freuen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil der Tourismus einer der zentralsten Wirtschaftsfaktoren in Österreich ist. Wir haben hier eine Wertschöpfung von 56,5 Milliarden Euro im Jahr. Das sind ca. 16,1% des BIP. Es sind 390.000 Personen hier in diesem Bereich beschäftigt. Deren Arbeitsplätze werden damit abgesichert und 33.000 Betriebe profitieren natürlich auch von einer Reduktion des Mehrwertsteuersatzes, weil diese ja in der Vergangenheit diese Mehrwertsteuererhöhung nicht an die Kunden weitergeben konnten. Und letzten Endes wird der Branche hier ein Betrag von 120 Millionen Euro pro Jahr zugutekommen. Doch warum ist diese wichtige Entlastung erst unter dieser Bundesregierung zustande gekommen? Der Grund liegt darin, dass die alte Bundesregierung Gegenmaßnahmen zur Steuerreform unter Anführungszeichen gesetzt hat, wie zum Beispiel die Registrierkassenpflicht, aber auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und das ist ein wichtiger Schritt und das haben wir auch im Regierungsprogramm entsprechend festgelegt, dass dieser Schritt rückgängig gemacht wird. Damit auch künftig derartige Entlastungen möglich sind, muss gespart werden. Auch aufgrund der unverantwortlichen Politik der Vorgängerregierung. Insgesamt umfassen diese Einsparungen 2,5 Milliarden Euro. Hier wird der Hebel angesetzt, wo es wirklich notwendig ist, wie etwa bei der Einsparung der Flüchtlingsförderung. Wir stellen ja ganz klar fest, dass Asyl einerseits nicht mit Zuwanderung verwechselt werden sollte und andererseits natürlich eine Verfolgung immer nur auf Zeit vorliegt. Das heißt, Asylrecht ist ein Schutzrecht auf Zeit und die Menschen sollten, wenn die Verfolgung nicht mehr vorliegt, was ja auch regelmäßig geprüft werden sollte, wieder in ihre Heimat zurückkehren, dort die Heimat aufbauen und dort dafür sorgen, dass der Arbeitsmarkt funktioniert. Das ist unser Zugang. Aber gleichzeitig sparen wir eben nicht bei Sicherheit und Bildung, da investieren wir mehr und das wird unser Land vorwärts bringen.